Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dauntless. Jo, die Patch Notes 1.6.0 sind jetzt gerade veröffentlicht worden, also hier am 7.4.2021, so gegen 22 Uhr. Ich habe mich direkt jetzt hier hingesessen und habe mal ein bisschen was aufgenommen und möchte auch dazu ein bisschen was sagen. Ich werde in den Hintergrund heute verstärkt Bilder schneiden, also in das Video, nicht in den Hintergrund. Ja, das Video wird aus Bildern bestehen, zum einen teilweise das, was ich vorlese, sage ich mal so die Highlights, und dann werden wir noch ein bisschen was von unserem Discord-Server sehen. Dort unter dem Reiter Fashion Slayer haben wieder viele Leute sehr kreative Outfits, sage ich mal, gepostet, und die möchte ich auch wieder mit euch teilen. Ich kann nicht alle teilen, logischerweise, weil es ist wirklich schon sehr, sehr viel Kram zusammengekommen, sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Bilder, und ja, ich möchte einen Teil davon jetzt hier teilen, und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wenn ihr selbst auch mal euer Outfit teilen wollt oder jetzt zur neuen Season, hier zum endlosen Licht-Season, zur Radiant Season, wenn ihr da Mitspieler sucht oder eine Gilde sucht oder sonst was, könnt ihr euch gerne bei uns auf dem Discord-Server melden. Die Links sind in der Videobeschreibung. Ja, starten wir mal mit Patch 1.6.0. Was ist neu drin? Zum einen werden die Prüfungsziele und Waffenbestenlisten jetzt eingeführt. Prüfungen haben etwas überfällige Liebe und Zuwendung erfahren. Prüfungsziele sind zielbasierende Anforderungen, wie zum Beispiel Siege, ohne zu Boden zu gehen, die wahre Kampfbeherrschung belohnen sollen. Solo-Bestenlisten sind jetzt nach Waffenart getrennt und zeigen die Gesamtzahl der erreichten Ziele. Schließe Ziele ab, um dir einen höheren Platz auf der Bestenliste zu sichern und Belohnungen zu verdienen. Deine Abschlusszeit wird in Betracht gezogen, um die Rangfolge gleich aufliegender Spieler zu bestimmen. Also am Schluss geht's dann doch wieder um Zeit. Ja, war eigentlich klar, ne? Habe ich ja schon in einem vorherigen Video, sage ich mal, so leicht kritisiert, dass es wahrscheinlich wieder darauf hinausläuft, und so wird es wohl auch sein. Jo, Belohnungszone und Herausforderungen. Die Belohnungszone ist ein saisonaler Shop, der eine große Auswahl von Gegenständen gegen Saisonwährung anbietet. Eine Saison oder eine Season wird etwa so lange wie 2 Jagdpässe dauern. Ich denke mal, das wird dann auch angezeigt und wird auch mal verkürzt, verlängert, wie auch immer. Hier findest du eine Reihe von Gegenständen, darunter neue Waffen und Rüstungsskins und Ätherfunken, Patrouillenschlüssel sowie klassische Belohnungen aus früheren Pässen. Du kannst Belohnungen mit Saisonmünzen und Kristallen aus den neuen täglichen und wöchentlichen Herausforderungen freischalten. Dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte Quests, für die du Behemoths erlegen, Eskalationen abschließen und noch andere Aufgaben erledigen musst. Alle Tresormünzen wurden in diese neue Saisonwährung umgewandelt. Wenn euch das interessiert, schaut auch mal bei uns auf dem Discord-Server vorbei, da kann euch das sicherlich jemand posten. Schaut hier selbst in die Patchnotes rein, ich will da jetzt nicht alles vorlesen und so weiter. Ich bin der Meinung, wenn ihr jetzt noch Tresormünzen habt und habt schöne Dinge, die ihr dafür kaufen könnt im Tresor, macht das. Wenn ihr das nicht habt, behaltet halt die Tresormünzen. So einfach ist es. Was soll ich da jetzt groß hin und her rechnen? Wir wissen ja auch gar nicht, wie zukünftig sich die Preise mit diesen neuen saisonalen Währungen da entwickeln und so, und dementsprechend ist es natürlich auch super schwierig, da eine Zukunftsprognose zu geben. Ist wie D-Mark zu Euro, so könnt ihr euch das vorstellen. Für den einen ist es gut, für den anderen schlecht. Jo, was für Vorteile hat das Ganze? So schreiben es hier die Entwickler. Erstens mehr Auswahl, was deine verdienten Belohnungen angeht. Statt Belohnungen in einer festgelegten Reihenfolge freizuschalten, kannst du jetzt mit den Gegenständen anfangen, die du am meisten willst. Benutzt dein Hauptcharakter Kettenklingen und du willst einen neuen Waffenskin freischalten, auf geht's. Oder willst du eine Saisonwährung lieber für einen neuen Rüstungsskin ausgeben? Ist natürlich genauso deine Entscheidung und so weiter und so fort. Ja, und dann zweitens nennen sie hier mehr verdiente Belohnungen. Bei all den Waffenskins, Rüstungsskins und noch viel mehr in der Belohnungszone kannst du jetzt noch mehr verdienen, ohne dafür Platinum auszugeben. Also gibt es mehr Stiloptionen für alle Spieler. Man merkt halt, dass sie darauf aus sind, dass nochmal mehr Spieler sich täglich einloggen. Da
ich sage es mal, das ist im Prinzip die einzige Veränderung, ob ich das Ding jetzt Tresor nenne und kriege da Tresormünzen und kann halt auf einen Schlag das schnell freispielen oder ob ich mich täglich einloggen muss und immer so häppchenweise das bekomme. Es ist eigentlich, haben sie nur die Auszahlungsart der Tresormünzen in Anführungszeichen verändert und haben dem Ding einen neuen Namen gegeben und sagen, jetzt dafür habt ihr mehr Auswahl, sucht euch was aus. Jo, das kann man auch kritisch sehen, weil es wird ja gleichzeitig auch dieser neue Slayer-Modus da eingeführt, Slayer-Club oder wie es heißt, wo man dann da irgendwie mehr rausbekommt und so. Und dann kann es natürlich sein, dass man gar nicht genügend freischalten kann, um sich alles das, was man haben will, freizuschalten, wenn man nicht den Slayer-Club beiwohnt und so weiter und so fort. Das muss man dann mal sehen, wie sich das jetzt zukünftig entwickelt. Ich weiß nicht, es ist so eine typisch Dauntless-Änderung, sagen wir es mal so. Mehr werde ich dazu später sagen. Ja, dann urzeitliche Behemoths und perfekter Schlag. Das ist, glaube ich, alles super schlecht ins Deutsche hier übersetzt, aber ich lese es trotzdem mal vor. Auf den ganzen Shattered Isles wird von seltsamen Schwankungen im Lichtäther und in der Zeitenergie berichtet. Diese Störungen öffnen Risse in verschiedenen Zeitblasen in Vergangenheit und Zukunft. Während dieser gesamten Season haben die Spieler Zugriff auf zwei Zeitlinien, von denen jede neue Jagdgründer-Herausforderung sowie neue saisonale Talentbäume mit sich bringen, mit denen neue einzigartige Fähigkeiten freigeschaltet werden können. Den Anfang macht in diesem Patch die Vergangenheit mit der Fähigkeit Perfekter Schlag. Ja, ich habe das schon gelesen. Perfekter Schlag ist, glaube ich, Ausweichen. Also es wird wohl einen zweiten Skillbaum geben für die Jagdgründe und die Eskalation, der dann in den Jagd, also dort, wo euer Pfad des Layers ist, dort könnt ihr dann durchschalten auf einen weiteren Skillbaum und dort könnt ihr dann, ich glaube, zwei neue Fähigkeiten freischalten. Einmal ist es dieses Ausweichen hier, perfekter Schlag, und es ist noch was, keine Ahnung, kann auch sein, dass das erst später reinkommt. Müssen wir dann mal sehen, was ich davon halte, später. Ja, Kriegsspeer und Verwundenüberarbeitung kommt später noch, also ihr Kriegsspeer ist komplett überarbeitet worden. Und dann der Zeitschlag Jagdpass. Der neue Jagdpass erinnert an alte Zeiten. Das Rüstungsset für Level 50 wurde mit Premium, also mit so einer Premium-Optik erweitert. Und es gibt Bonus-Rüstungsskins auf dem Pfad, die entworfen wurden, um zu ihm zu passen. Du kannst außerdem 100% des Platinums für den Erwerb des Elite-Passes zurückbekommen, wenn du es bis zum Ende des Jagdpasses schaffst. Jo, so weit, so gut. Das kennen wir ja so schon. Ja, was ändert sich noch bei den Prüfungen? Dem Shop Die glückliche Pause wurde das Silber-Elixier-Paket für 150 Stahlmarken hinzugefügt, wo man dann 25 Ätherschwung-Elixiere, 25 Raserei-Elixiere und 25 Prügel-Elixiere bekommt. Und es wurde dem Shop für 150 Goldmarken hinzugefügt, dass man 50 Ätherschwung, 50 Raserei-Elixiere und 50 Prügel-Elixiere bekommt. Und sie haben generell die Anti-Cheat-Tools verbessert. Es wird leichter sein, irgendwie verdächtige Zeiten auf den Prüfungsbestenlisten zu überprüfen und Cheater zu bannen. Aus diesem Grund ist jetzt mindestens Windows 7 nötig, um auf dem PC zu spielen. Ja, bin ich mal gespannt, wie sie da durchgreifen und was für Auswirkungen das zeigt. Man hat ja da schon manchmal so, sag ich mal, Gerüchte wahrgenommen, wer da so cheatet oder, sag ich mal, sich das Spiel mit manchen Modifikationen erleichtert, um es mal so zu sagen. Das hat man ja schon mitbekommen. Gruß an meine Hater auch teilweise. Ja, und dann, was soll ich dazu noch sagen? Silber- und Gold-Elixier-Paket. Keine Ahnung, also weiß ich nicht, würde ich mir niemals kaufen, es sei denn, es wäre jetzt so, dass sie haben ja oben geschrieben, dass sie auch die Prüfungsbelohnungen etwas verändern, zumindest mal konnte man das da rauslesen, verdiene deine Belohnung, klang so, als ob da ein bisschen mehr jetzt drin ist. Müssen wir mal gucken, ob das gleich bleibt, ob man einfach nur noch seine 300 Marken Gold- und Stahlmarken da ab, also jede Woche verdienen kann, dann ist das natürlich nichts, dann würde ich mir niemals sowas kaufen, das ist wohl klar, auch nicht für Stahlmarken, man weiß ja nie, was in der Zukunft kommt und auf einmal braucht man noch 10.000 Stahlmarken und man hat sie hier für blöde Tränke oder so ausgegeben, mein Gott, das würde ich niemals machen.
Jo, dann gibt's ein paar Balance-Änderungen. Die Giftschlote des Spore-Struck Sherrocks betäuben Slayer bei Treffern nicht mehr. Die Anzahl der Giftpfützen, die von der Spore-Schussfähigkeit der Spore-Struck oder Spore-Struck Sherrocks erzeugt wurden, wurde verringert. Emberman, ein Unterbrechungsfenster, wurde am Ende des Rollangriffs des Deep Frost Embermans hinzugefügt. Jo, und dann kommen wir schon zum Kriegsspeer. Wir haben auf euer Feedback gehört, dass sich der Kriegsspeer im Vergleich zu den anderen Waffen eher mau anfühlte und das wollten wir ändern. Der Kriegsspeer hat einige Aktualisierungen seiner Grundmechanik, seiner Mods und Spezialangriffe bekommen, zusammen mit einer neuen Art des Ausweichens, damit er spannender und wettbewerbsfähiger ist. Ausweichen hat eine neue, einzigartige Animation, die eine große Distanz zurücklegt und mit der man über kleinere Vorsprünge springen kann. Erlittener Schaden reduziert nicht weiter die Aufladung des Äthermeters. Die Geschwindigkeit des Verfalls des Äthermeters wurde verlangsamt. Die Aufladungsstufe des Äthermeters wurde erhöht den verursachten Schaden nicht mehr. Der Schaden aber generell des Speers wurde massiv erhöht. Dann hier... Jo, Angriffe füllen den, jetzt steht da halt genau, wie der Äthermeter gefüllt wird, das werden wir dann ja auch sehen. Munition hat jetzt nur noch 4 Qualitätsstufen, 1, 2, 3 und 4, die auf der Stufe des Äthermeters bei Speicherung basieren. 10%, 33%, 66% und 90%. Finde ich gut. War das nicht vorher auch schon so, dass man eine gewisse Stufe erreichen musste und dann speichern musste und dann hat man halt eine höhere Qualität gehabt. Ich glaube, es gab aber keine 4 Stufen. Vielleicht wurde es auch nicht ganz genau gesagt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müsst ihr halt gucken, dass er ungefähr auf über 90%, bestmöglich 100% Äthermeter kommt, das Ding speichert und dann könnt ihr halt die bestmögliche Mod dann halt eben auslösen. Jo, es gibt etliche Schadensveränderungen und so weiter. Ich werde da jetzt nicht auf alles eingehen. Der Munitionsamplifikator-Mod verleiht gespeicherte Munition jetzt zusätzliche 25% Qualität. Das heißt also, wenn ihr bei 65% seid zum Beispiel und speichert, dann habe ich richtig gerechnet, genau, dann kommt ihr ja auf 90%. Mit diesem, also ihr könnt einfach früher schon die Munition speichern und habt dann schneller den besseren Mod sozusagen euer Spezialangriff da am Start. Der Spezialangriff Grausamer Ursprung hat jetzt eine feste Dauer von 10 Sekunden. Das ist das mit diesem Crit-Buff, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die kritische Trefferchance vom Grausamen Ursprung ist, kann jetzt hochgedrückt werden bei logischerweise der 4. Munitionsstufe auf 30%. Die Zielzeit für erschütternde Ladung wurde um 15% verringert, der Speerangriffssprung unterbricht jetzt, der Basisangriff des Sprungs wurde erhöht, wird jetzt besser ausgelöst und generell wird es optische Anpassungen geben. Jo, klingt alles sehr, sehr gut, wird sicherlich auch richtig nice spielbar, davon kann man mal ausgehen. Also der Speer wird generell etwas schneller, durchschlagender, bisschen beweglicher, das müssen wir uns alles mal ansehen, wie es dann im Spiel funktioniert. Das Verwundensystem wurde auch komplett neu gestaltet. Das Verwundungssystem wurde von Grund auf neu gestaltet und bietet jetzt bessere Sichtbarkeit im Spiel und einen größeren Einfluss auf den Kampf. Wir wollten das System vom Abbrechen von Teilen loslösen und es zu einer alleinstehenden Kampfmechanik machen, sowie das Betäuben von Behemoths. Angriffe gegen verwundete Teile verursachen keinen erhöhten Teilschaden mehr. Interessant. Wird ein Teil verwundet, hält ein Verwundetzustand 15 Sekunden lang an. Verwundete Teile haben eine neue Optik, sage ich mal. Es wird stärker sichtbar sein. Teile können jetzt auch verwundet werden, wenn sie bereits abgeschlagen wurden. Also wenn ein Teilbruch schon da war. Und wird ein verwundetes Teil abgeschlagen, wird der Verwundetzustand nicht abgebrochen. Also es wird komplett von diesem Teilbruch gelöst. Das können wir aus unserem Dauntless-Schädel jetzt rauskloppen, sozusagen aus unserem Dauntless-Speicher. Verwundung ist was anderes wie Teilbruch. So, ganz einfach. Es hat damit nichts mehr zu tun. Der Spieler, der das Teil verwundet, geht in einen Ätherrauschzustand und gewinnt 20 Sekunden lang 15% erhöhten Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit sowie Ausdauerregeneration. Okay.
Okay, krass. Fällt mir gerade jetzt erst auf. Andere Spielercharaktere können in einen Ätherrausch übergehen, indem sie verwundeten Teilen 1500 Schaden zufügen. Dieser Schaden kann auf mehrere verwundete Teile aufgeteilt werden. Gut, soweit so gut. Also, und noch was. Wenn ein Spielercharakter einen Ätherrausch auslöst, obwohl bereits einer aktiv ist, wird die Dauer zurückgesetzt. Okay, auch klar. Also es sind mehrere Teile verwundet und man macht an 1500 Schaden halt eben. Dann wird halt so ein, oder ich muss es andersrum erklären, ein Speerspieler, der halt so eine Wunde auslöst, kriegt einen 20 Sekunden Buff. So, jetzt gehen andere Spieler hin, machen 1500 Schaden, wegen mir auch verteilten Schaden, an verwundeten Teilen, irgendwo ist egal, kriegt dann auch den Buff für 20 Sekunden. Die Verwundung hält allerdings nur 15 Sekunden. Ja, und jetzt kommt halt meine Frage, das muss man dann sehen, kann man einen Teil dann mehrfach immer wieder verwunden? Ist das dann möglich? Ist das dann wie beim Betäuben? Es wird dann schwieriger, ein gleiches Teil immer wieder zu verwunden. Wahrscheinlich wird es so irgendwie laufen. Man muss halt jetzt gucken, dass eigentlich immer, was heißt man muss, man sollte gucken, dass jemand dabei ist, der verwunden kann. Ein Speerspieler in der Gruppe zu haben, wird absolut sinnvoll sein, oder ein Säurespieler, sag ich mal, weil man dann immer wieder 20 Sekunden lang einen Buff auslöst für die ganze Gruppe. Angriffsgeschwindigkeit, erhöhter Schaden, Bewegungsgeschwindigkeit und Ausdauerregeneration ist halt super wichtig. Also ist ein absoluter Gamechanger. Jo, war es früher auch, jetzt einfach nur anders. Es ist halt so ein bisschen abgekupfert, muss ich sagen. Die Monster Hunter Mechanik ist schon relativ ähnlich, die da neu ins Spiel kam bei Monster Hunter Iceborne halt eben. Und da war es ja auch so, konnte man irgendwie an den Kopf vom Monster ranspringen und dem so eine Wunde machen. Und da war auch ein Monster kurzzeitig dort verwundet und man konnte dann erhöhten Schaden zum Beispiel jetzt am Kopf machen. Das hier ist ja in Anführungszeichen ähnlich. Es ist nicht an dem gleichen Teil. Man kriegt einen Buff für alle, also für den generellen Schaden. Ist schon cool, kann ganz cool werden. Aber sie haben halt das, was sie gemacht haben, so ein bisschen aufgelöst. Ja, es wird zur Geschwindigkeit beitragen, es wird sicherlich sich auch ganz witzig anfühlen. Ich sag später noch ein bisschen was dazu vielleicht. Behobene Fehler, alle Quellen, jetzt mit der Heilung, dass alle der Heilungsboost-Knoten auf dem Weg des Layers beeinflusst jetzt alle Zellen. Assassinen-Vitalität, betäubende Vitalität und vampirisch, also es funktioniert jetzt besser. Jagdgründer, ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler das Audio des Sporestruck Emberman am Ende der Karte hören konnten. Ein Fehler wurde behoben, durch den einige Spieler das Audio, visuelle Anpassungen und so weiter. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so wichtig. Irgendwelche Bugbehebungen, ich guck mal gerade so drüber, irgendwelche Löcher in der Karte und so weiter wurden entfernt und so ein Kram. Denke, das passt soweit. Das haben wir. Shroud-Klone zählen nicht mehr für die Anforderungen. Erledige XP-Mobs zum Beispiel. So ein Kram halt eben. Guck mal noch kurz auf die UI, was sie da schreiben. Da ist ja manchmal auch noch was Wichtiges dabei. Empfohlene Kraft und Widerstände von Jagden rechnen jetzt wie vorgesehen Kraftvorteile ein, die auf dem Weg des Layers freigeschaltet wurden. Es gab bei manchen Spielern einen Fehler, dass auf dem Trainingsplatz keine SPS-Anzeige angezeigt wurde. Das ist jetzt halt nicht mehr so. Ich guck mal gerade. Spieler können Levelbeschränkungen jetzt nicht mehr umgehen, indem sie während des Matchmakings ihre Ausrüstung ändern. Da waren auch welche sehr kreativ. Guck mal noch ganz kurz drüber, ob mir da irgendwas noch auffällt, was irgendwie wichtig ist. Stärkungssymbole sind jetzt wie vorgesehen kleiner, okay. Die Zwillingssonnen, das könnte interessant sein, Moment. Exotische Repetierpistolen werden jetzt auf dem spezifischen Bildschirm für exotische Waffen verbessert und nicht mehr auf dem Laufscreen. Okay, keine Ahnung. Ich konnte sie gar nicht verbessern, irgendwie, komischerweise. Vielleicht auch genau deshalb, was sie hier beschreiben. Ja, keine Ahnung. Jetzt müssen wir gerade gucken. Spieler können ihre Auswahl jetzt nicht mehr während einer Körnöffnungsaktion. Also ist nichts mehr Wichtiges dabei. Ich denke mal nicht. Ich denke jetzt nicht, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Also wir haben zum einen die Verwundungsänderung und Speeränderung. Das ist halt das große Ding jetzt hier. Dann halt, dass die Prüfungen sich verändert haben. Dass es den neuen Jagdpass gibt.
und dass es diese urzeitlichen Behemoths und perfekter Schlag gibt. Generell, dass halt die Lichtseason da anfängt und ja, eigentlich auch, ja, wir werden natürlich auch ein neues Behemoth höchstwahrscheinlich sehen. Keine Ahnung, ich kenne es noch nicht. Ja, da halten sie sich ein bisschen zurück. Ich bin mal gespannt, wie das alles so läuft. Generell zum Update von meinem Feeling her. Ich habe es ja eben so ein bisschen angedeutet. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Manches nervt mich so, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ich finde bei Dauntless, ich sage es ja immer wieder, auch den Kritikern oder Leute, die mir unter die Videos schreiben, ja, Dauntless, das Spiel ist tot oder das wird nie was oder sonst was. Da sage ich immer, guckt euch mal meine ersten Videos an. Guckt, wie Dauntless jetzt ist. Das stimmt. Dieses Argument meines Erachtens, mein eigenes Argument, stimmt. Ja, aber was ich auch sagen muss, wo ich den Kritikern recht geben würde oder was mein Kritikpunkt sozusagen wäre, ist, Dauntless macht immer zwei Schritte nach vorne, einen zurück. Zwei Schritte nach vorne, einen zurück. Ein Schritt nach vorne, einen zurück. Versteht ihr, wie ich meine? Manchmal finde ich es komisch, wie sie reagieren. Sie haben, ich erinnere euch nun mal an was, sie haben gesagt, ja, wir haben den Pfad des Lehrers eingeführt, um Übersichtlichkeit zu erzeugen, weil die Spieler aus unterschiedlichen Quellen Buffs bezogen haben und mit der Laterne waren sie eigentlich auch so ein bisschen unglücklich, so habe ich das zumindest mal rausgelesen. Die haben wir jetzt auch abgeschwächt, dies, das, jenes. Was machen sie jetzt? Jetzt haben sie die Laterne, jetzt haben sie den Pfad des Lehrers und jetzt fangen sie an, irgendwie die Vergangenheit und Zukunft mit irgendwelchen hier Lichtäther-Skillungen und was weiß ich nicht alles, mit diesem perfekten Schlag, mit diesen neuen Sachen. Warum kommt es nicht in den Pfad des Lehrers einfach ganz normal rein? Nein, es wird über einen Zusatzweg dann freigeschaltet und ist nur an gewissen Punkten dann da, nicht da, keine Ahnung. Versteht ihr, wie ich meine? Sie haben damals gesagt, wir machen das alles, um es übersichtlicher zu machen. Jetzt machen sie einen Schritt wieder zur Unübersichtlichkeit hin. So finde ich mal. Genauso finde ich es schade, immer diese Waffen anzupacken und zu überarbeiten. Der Kriegsspeer, klar, er hat sich keiner großen Beliebtheit erfreut. Ich persönlich habe ihn eigentlich gern gespielt, obwohl ich ihn nicht spielen konnte, habe ich ihn gern gespielt, weil man sich schon coole Builds drumherum bauen konnte, also die irgendwie gut gepasst haben, mit denen man auch leichte Builds spielen konnte. Ich sag jetzt nur mal mit Panga-Speer, also hier, oder Urska-Speer, direkt hier loslegen und direkt eine krasse Verwundung reinballern und so und dann einfach nur loswirbeln und so weiter. Habe ich da jetzt eine große Veränderung gebraucht? Klar, morgen ist das vielleicht viel geiler und macht mega Laune, gar keine Frage. Aber wäre es nicht schlauer gewesen, wenn sie die Entwicklungsenergie einfach mal in einen neuen Bogen gesetzt hätten? Was sich die Spieler schon seit einem Jahr wünschen. Das meine ich zum Beispiel. Sie haben jetzt das Schwert angepasst. Meines Erachtens ist das Schwert keinen Deut cooler spielbar oder besser als früher. Nein, es ist der gleiche Rotz, wie es schon immer war, meine Meinung. Und mit dem Speer, keine Ahnung, wird es morgen vielleicht einfach nur ein bisschen schneller und agiler sein? Ja, das hätte ich können auch patchen, ganz ehrlich. Mache ich die Angriffe ein bisschen schneller, die Bewegungsgeschwindigkeit ein bisschen schneller und dann habe ich es auch. Also dafür muss ich nicht die ganze Mechanik wieder irgendwie da umpacken mit den Munitionen und die Verwundung ändern und so weiter und so fort. Die Spieler haben sich ja damit angefreundet. Wir wussten, wie Verwundung hier in dem Spiel funktioniert und was für Vorteile die alte Verwundung ja auch gemacht hat. Erhöhten Teilschaden, dies, das, jenes, das ist jetzt alles Geschichte. Also die Meta wird sich auch jetzt verändern. Ein Kriegsspeer wird immer noch super wichtig sein, höchstwahrscheinlich. Davon kann man mal ausgehen. Aber es könnte auch anders kommen, wer weiß, keine Ahnung. Und vielleicht ist es, weil er eben nicht mehr verwunden kann und nicht mehr die Teilbrüche so schnell ausgelöst werden, sogar vielleicht schlechter. Keine Ahnung, ist jetzt so eine ganz krasse Theorie. Mal abwarten. Ich glaube auch, dass er super stark wird. Es ist ja auch egal, ob er stark oder nicht stark wird. Ich sag nur, sie müssten nicht immer wieder diese gesamten Mechaniken dann immer wieder über Bord schmeißen. Ja, und bei Prüfungen, ja, keine Ahnung, ist es super schwierig, da wahrscheinlich irgendwie das richtig hinzubekommen. Ja, lasse ich mal so stehen, müssen wir uns mal angucken, wie das dann aussieht. Und dass sie jetzt nicht bei dem System bleiben, wir machen jetzt auch eine Licht-SK. Sie fangen oft Dinge an und zerreißen oder stampfen sie dann wieder ein. Die SKs haben doch Spaß gemacht, das war doch in Ordnung. Auch immer wieder mit der Laternenskillung, immer wieder gucken und so weiter. Und jetzt plötzlich gibt es keine Licht-SK? Fragezeichen. Oder kommt die irgendwann noch? Oder was soll das jetzt hier? Keine Ahnung.
Ja, weiß ich nicht. Hero SKS sind schon angekündigt, dann nur für die Alten oder was? Und das, die Lichtseason ist dann nur auf den Jagdgründen? Oder wie läuft das dann alles? Und da verzetteln sie sich meines Erachtens irgendwie so ein bisschen. Das kann man doch alles leichter gestalten und irgendwie, wie gesagt, die Energie nicht in, wir reißen hier ein Gebäude ab und bauen ein schöneres, sondern wir lassen die Gebäude mal so und bauen mal neue Gebäude. So meine ich halt einfach. Ja, und das macht Dauntless immer und immer und immer wieder. Ich sag nur Ramsgate, a Rework und so weiter. Ja, immer und immer wieder. Naja, egal, ich will nicht darum haten, ich bin gespannt. Irgendwie habe ich mir von diesem Update mehr versprochen. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, was, ist doch super geil. Ich habe mir irgendwie was anderes versprochen. Vielleicht bin ich aber morgen auch voll gehypt. Ich werde morgen wahrscheinlich rein streamen, ich weiß es noch nicht genau, vielleicht auch nur mit meinen Jungs und Mädels, vielleicht auch nur so mal zocken und dann am Freitag ein bisschen streamen, vielleicht auch nur aufnehmen und dann ein bisschen Videos dazu machen. Ich kann es noch nicht genau sagen, wie ich gerade Bock habe. Ihr könnt das gerne verfolgen und ja, dann sehen wir uns das Ganze mal zusammen an. Ich bin auf jeden Fall, ich habe Lust darauf, so ist es nicht. Ich habe schon Lust, es mir anzugucken. Ich hoffe, dass mein Gefühl sich nicht bestätigt und es einfach riesen Spaß macht und vielleicht einen riesen Mehrwert bietet. Ja, zu den urzeitlichen Behemoths habe ich ja eigentlich wenig gesagt, was ich da jetzt so sagen konnte. Das, man hat es ja auf dem Bild gesehen, da sind so komische Säulen oder irgendwas, die Behemoths irgendwie buffen und die muss man dann irgendwie umkloppen. Und dann können da irgendwie verschiedenste Behemoths dann erscheinen, die irgendwie stärker sind, keine Ahnung. Vielleicht sehen wir ja auch viele, viele neue Behemoths und ich habe das völlig falsch eingeschätzt und sie überraschen uns damit. Irgendwie wundert mich der Informationsfluss bei diesem Patch ein bisschen, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ja, ich bin einfach mal gespannt. Vielleicht ist alles doch besser, als ich das jetzt so kritisch gesehen habe. Ich wollte euch nicht runterziehen oder so. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Patch in die Kommentare. Wisst ihr schon mehr? Seid ihr gehypt, nicht gehypt? Teilt ihr meine Meinung? Teilt ihr meine Meinung überhaupt nicht? Ich bin gespannt auf eure Einschätzung. Wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen. Update kommt wieder 19 Uhr sein. Downtime wieder eine Stunde, anderthalb, also gegen 20.30 Uhr wird wieder der Server online sein, wenn alles so ist, wie es normal ist und dann können wir reinzocken. Ab 19 Uhr könnt ihr das Update halt eben runterladen, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen und dann müsst ihr halt warten, bis die Server wieder online sind. Jo, ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer und wir sehen uns dann bei Dauntless, dann gibt es neue Builds und so weiter. Bis dann, haut rein, ciao!